Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ramon Schlembach und in diesem Video geht es um das Zusammenziehen. Ihr seid ein Paar, ihr wohnt noch getrennt, ihr wollt zusammenziehen und entweder macht dir das Angst oder du willst einfach gut vorbereitet sein, worauf du dich vorbereiten solltest, welche Gedanken du dir machen solltest und wie es dann wirklich auch klappt, sodass ihr dann auch in der gemeinsamen Wohnung glücklich seid. Das lernst du in diesem Video. Herzlich willkommen auf diesem Beziehungskanal. Hier geht es um das Thema glückliche und erfüllte Partnerschaft und wie du es hinkriegst, dass dein Beziehungsleben langfristig sowohl dich als auch deinen Partner erfüllt. Wenn du das noch nicht gemacht hast, lade ich dich deswegen sehr gerne ein. Es kommen dreimal pro Woche Videos von mir zu genau diesen Themen. Abonnier den Kanal gerne, mach das Glöckchen an, dann bekommst du auch immer eine Benachrichtigung und verpasst nichts mehr. Und wir steigen jetzt mal richtig ein. Ich habe mir natürlich wie immer ein paar Notizen gemacht. Und zwar möchte ich dir vier Gedanken mitgeben, die du einmal durchdenken solltest, mit denen du dich beschäftigen solltest, bevor du zusammenziehst. Ja? Und wenn du das machst, gibt es natürlich immer noch keine Garantie, aber glaub mir, du wirst 10.000 Mal bessere Karten haben als Menschen, die blind in dieses Abenteuer einsteigen, sagen wir es mal so. Gedanke Nummer 1, nicht zu früh zusammenziehen. Es gibt Menschen, die dann fragen, ah, wir sind jetzt ganz frisch zusammen, ist es okay, wenn wir gleich zusammenziehen? Natürlich ist alles okay, aber mach das bloß nicht. Warum sage ich das? Es heißt natürlich nicht, dass deine Beziehung jetzt schlecht ist, aber wir haben folgendes Phänomen. Wenn du mich schon länger verfolgst, dann kennst du das wahrscheinlich. Am Anfang einer Beziehung, wenn wir uns in jemanden verlieben, tragen wir die sogenannte rosarote Brille. Und die rosarote Brille ist per Definition quasi eine verzerrte Wahrnehmung deines Gegenübers. Es gibt sogar Leute, die sagen, wir sind am Anfang einer Beziehung, wenn wir noch in der Verliebtheitsphase sind, sind wir nicht mit unserem Partner zusammen, sondern mit unseren Wünschen, wie unser Partner sein soll. Wir sehen also nur das Tolle, wir denken, unser Partner ist perfekt und wir sehen die Schwächen nicht. Wenn es dir jetzt so geht, du hast das Gefühl, endlich habe ich jemanden getroffen, der passt endlich mal perfekt zu mir, sage ich dir, sei vorsichtig, denn egal wie perfekt dein Partner jetzt aussieht, in der Geschichte der Menschheit ist ein Partner noch nie perfekt geblieben. Denn wenn nachweislich 6 Monate bis 24 Monate, so Pi mal Daumen, also ein halbes Jahr bis 2 Jahre vorbei sind, geht deine rosarote Brille weg, du siehst klarer und du wirst auch bei deinem Traumpartner Schwächen sehen. Ich habe sie, du hast sie, jeder hat sie, denn wir alle sind unvollständige Menschen. Dementsprechend, wenn ihr zusammenziehen wollt, ist meine klare Empfehlung, macht es nicht zu früh, wartet ab, bis ihr klar sehen könnt. Denn wenn ihr klar seht und ihr seht die Schwächen von eurem Partner, dann könnt ihr für euch sagen, ja, aber das ist trotzdem okay. Ich will mit meinem Partner zusammenziehen, auch wenn er oder sie diese Schwächen hat. Und dann geht ihr mit einem sehenden Auge in diese Situation. Besser kann es quasi für euch gar nicht laufen am Start. Das war Gedanke Nummer 1. So, jetzt kommen wir zu Gedanke Nummer 2. Macht's nicht zu spät. Macht's nicht zu spät, damit meine ich jetzt, also das ist jetzt vielleicht ein bisschen irreführend, ich meine damit nicht, dass es irgendwann einen zu spät gibt. Aber gerade weil dieses Video auch inspiriert wurde durch einen Zuschauer von mir, der hat gesagt, ah, ich habe manchmal so ein bisschen Angst, was ist, wenn wir dann streiten, wenn Dinge passieren, die ich nicht will. Wenn wir aus dieser Angst das immer weiter vor uns herschieben, dann möchte ich dir auch hier einen Gedanken mit an die Hand geben. Und zwar, irgendwann, wenn du jetzt Angst hast, dass es dann den Bach runtergeht, sobald man zusammenzieht, sage ich dir, ja, wir müssen am Anfang ein bisschen diese Sicherheitsphase dann überstehen, um wirklich klar sehen zu können, aber irgendwann müssen wir es sowieso testen. Wenn es wirklich dann nicht passt, wenn wir zusammenziehen, dann wollen wir das lieber nach 2, 3 Jahren herausfinden, anstatt nach 7, 8. Ja, deswegen ist der zweite Gedanke, mach's auch nicht zu spät. Wenn du irgendwann das Ziel hast, mal zusammen zu sein, das Ziel ist ja nicht, also du musst ja nicht zusammenziehen in eine Wohnung oder in ein Haus. Ja, es gibt ja auch die sogenannten LAT-Beziehungen, Living Apart Together. Dazu habe ich sogar ein Video gemacht. Das verlinken wir euch mal hier. Das ist ja auch völlig legitim. Aber wenn du den Wunsch hast, mal zusammen zu wohnen irgendwann, dann solltest du das lieber früher als irgendwie später probieren. Ja, weil Scheitern ist ja keine Schande, aber es ist halt irgendwie schade, wenn du dann merkst, okay, das hätte ich vielleicht auch 3 Jahre früher rausfinden können.
Kommen wir nun zu Gedanke Nummer 3. Und ich habe es ja schon angesprochen, das Thema Angst. Häufig haben Menschen Angst, zusammenzuziehen, wenn sie vielleicht schon mal schlechte Erfahrungen gemacht haben. Also lernpsychologisch ist es ja so, wir lernen entweder aus eigener Erfahrung, wir haben selber schlechte Erfahrungen gemacht, oder wir lernen am Modell, nennt sich das. Das heißt, wir haben das bei anderen gesehen. Ja, wir schauen uns das ab. Und wenn zum Beispiel in unserem Freundeskreis mehrere Pärchen zusammengezogen sind, dann ist es immer bergab gegangen, kann das natürlich bei uns auch dazu führen, dass wir Angst haben. So, und deswegen ist mein dritter Punkt: Analysiere deine vergangenen Erfahrungen. Was meine ich damit? Du bist vielleicht schon zweimal mit jemandem zusammengezogen oder erst einmal. Ja, du hast diese vergangenen Erfahrungen. Analysiere, was ist vorgefallen. Das mache ich im Coaching auch. Wenn mir jemand sagt, irgendwann ging es bergab, dann gucken wir uns an, ab wann ging es bergab. Was ist passiert? Welche Phase war das? Was waren die Umstände? Ja, und du wirst lernen, was dazu geführt hat. Und es gibt einen Schlüsselgedanken, der nennt sich Klarheit schafft Sicherheit. Sobald du besser verstehst, warum das passiert ist, wirst du weniger Angst haben, weil du dann weißt, naja gut, wenn ich das vermeide, wenn ich dafür sorgen kann, dass das nicht auftritt, wird auch das Resultat nicht eintreten. Klarheit schafft Sicherheit. Deswegen ist der dritte Gedanke, schau dir an, was ist passiert. Habt ihr zum Beispiel nach dem Zusammenzug die ganze Zeit aufeinander gehangen, habt eure Freunde vernachlässigt, habt Hobbys vernachlässigt und wart dann irgendwann nur noch genervt oder gelangweilt voneinander, dann weißt du, okay, ja, vielleicht sollte ich beim nächsten Mal öfter mal alleine ausgehen, mich mit meinen eigenen Freunden treffen, diese pflegen, meine Hobbys aufrechterhalten, dass wir auch zum Beispiel mehr Zeit getrennt verbringen, wenn das der Grund war für die Bergab-Tendenz. Ja, oder haben wir uns dann immer wieder über Haushalt gestritten? Dann frag dich, wo kommt das her? Ja, habe ich vielleicht, ich sage ja immer, schau auf deinen Anteil, war ich wirklich unordentlich oder unzuverlässig? Ich habe immer gesagt, ja, ich mache das, Schatz, und habe es dann nicht gemacht. Dann weißt du beim nächsten Mal, dieser Umstand muss nicht passieren, wenn du dafür sorgst, dass du dich anders verhältst. Oder du weißt, naja, es lag daran, dass mein Partner irgendwie eine Zwangsstörung hatte in Sachen Sauberkeit, ja, jetzt mal ganz plakativ, und dann weißt du, okay, dann will ich das vielleicht in einem zukünftigen Partner nicht mehr. Aber dann weiß ich ja auch, dass es, wenn mein Partner das nicht hat, dann brauche ich mir darüber auch nicht so viele Sorgen machen. Du verstehst, was ich meine. Also Gedanke 3 ist, analysiere deine vergangenen Erfahrungen. Und jetzt Punkt Nummer 4 ist Vorbereitung für die Zukunft. Was heißt Vorbereitung? Wir haben uns jetzt einerseits, das gehört auch schon zur Vorbereitung, angeguckt, was sind meine vergangenen Erfahrungen. Und vielleicht hast du ja auch noch Befürchtungen, die nichts mit deinen vergangenen Erfahrungen zu tun haben. Das heißt, frag dich, wovor habe ich Angst? Was glaube ich, was kann da passieren, wenn wir zusammenziehen? Dann schau dir an, wie realistisch ist das? Was müsste passieren, damit das passiert? Und dann fragst du dich, wie kann ich dagegen wirken? So ähnlich wie bei den vergangenen Erfahrungen. Und wenn du das machst, kommt wieder dieser Gedanke ins Spiel: Klarheit schafft Sicherheit. Umso mehr Klarheit du hast, desto weniger unsicher wirst du dich fühlen, weil du dich vorbereitet fühlst. Ja, also bereitet euch vor. Vorbereitung kann aber auch sein, ich spreche mit meiner Partnerin oder meinem Partner darüber, was mich beschäftigt. Ich habe Angst, dass ich dann irgendwann das Gefühl habe, ich bin nicht mehr frei. Ich kann mich nicht mehr frei bewegen. Das kann man doch mit seinem Partner besprechen, wenn man sich vertraut. Ja. Für die, die mich schon länger verfolgen, die wissen, ich habe damals mit Clara besprochen, ich brauche 2 Abende die Woche für mich, wo ich Zeit mit mir verbringe. Keine Ahnung, Musik mache, Playstation spiele oder was weiß ich, weil ich Raum brauche alleine, weil ich so meine Akkus auflade. Darüber kann man sprechen. Ja? Oder wenn du das Gefühl hast, oh, mein Reinigkeitsbedürfnis oder mein Aufräumbedürfnis ist hoch. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ich habe Angst, weil ich das bei meinem Partner sehe, dass der ist ein bisschen unordentlicher. Ich habe Angst, dass ich dann wütend auf ihn werde. Sprechen wir darüber, wir bereiten uns vor und sagen, okay, wenn das passiert, was machen wir dann? Darf ich das ansprechen? Wie soll ich das ansprechen? Was könnten mögliche Lösungen sein? Ja, Vorbereitung in Form von Kommunikation. Ihr versteht also Punkt Nummer 4.
Und das sind für dieses Video schon mal die Hauptgedanken, die ich dir mitgeben möchte. Also nochmal, nicht zu früh, nicht in der rosaroten Brillephase, also in der Verliebtheitsphase, nicht zu spät. Das heißt also nicht die ganze Zeit aus Angst immer vor sich herschieben, weil irgendwann musst du es eh probieren, wenn das Ziel sein soll, dass ihr mal zusammen wohnt. Punkt Nummer 3, was sind meine vergangenen Erfahrungen? Was hat gut geklappt? Habe ich gar nicht angesprochen. Was hat aber gut geklappt? Beziehungsweise was hat nicht gut geklappt? Und warum war das so? Wie kann man das besser machen? Punkt Nummer 4 ist Vorbereitung. Auch da wieder überlegen, wofür habe ich sonst noch Angst oder Sorgen? Wie realistisch ist das? Was muss passieren, damit das zustande kommt? Wie kann ich dagegen wirken? Und mit dem Partner drüber sprechen, damit wir beide das Gefühl haben, ja, we're on the same page. Ja, wir sind beide dahingehend auf einer Wellenlänge. Das sind die 4 Punkte. Zusammengefasst kann ich ja schon mal sagen, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, wenn euch das gefallen hat. Und jetzt noch ein Gedanke, der damit nichts zu tun hat. Weil alles das, was wir jetzt gerade besprochen haben, ist auf der Verhaltensebene. Damit kann ich was machen. Ja? Und jetzt gibt es natürlich noch einen Punkt, wie immer, ihr kennt mich ja mittlerweile, wo wieder die Prägungen, meine Prägungen aus der Vergangenheit, mich sabotieren können. Es gibt ein wunderbares Buch von einer bekannten Paartherapeutin, das heißt Mating in Captivity. Da geht es um Sexualität in der Partnerschaft. Ja, das kann ich euch mal verlinken. Das ist wirklich ein traumhaftes Buch. Ich habe es auf Englisch gelesen. Kostet, glaube ich, auch nur $10, $12, $13, keine Ahnung. Oder Euro. Ne? Also ein fantastisches Buch, ja. Und da geht es quasi darum, wie kann ich Sexualität aufrechterhalten in einer langfristigen Partnerschaft. Und dort hat sie auch mal von solchen Prägungen gesprochen. Ja? Also es ist zum Beispiel möglich, dass du in der Vergangenheit eine Beziehung hattest, zum Beispiel zur Mutter, wo Nähe und Liebe, ja, es gibt ja auch elterliche Liebe oder familiäre Liebe, verbunden waren mit Pflicht, mit ich muss jetzt da sein, ich muss helfen. Und du hast als Kind dort gelernt, ich bekomme Liebe und Nähe dadurch, dass ich diene. Und dann kann es aber sein, dass du, wenn du in eine Nähe kommst, die Beziehung wird intensiver oder ihr zieht zusammen, dass dann dein Sex-Drive runtergeht. Und dann kann es sein, dass das aufgrund deiner Prägung ist, weil du halt Liebe und Nähe verbindest mit Pflicht, mit Druck. Ich muss. Das ist nicht mehr frei und abenteuerlich, das, was du brauchst für sexuelle Erregung, ja, sondern das ist Druck und Pflicht. Da merkst du auch wieder, also deine Vergangenheit kann auch wieder eine große Rolle spielen, wie du heute erlebst. Einfach nur, dass du das mal gehört hast, damit du auch quasi mal dahingehend denken kannst, gibt es bei mir da irgendwas? Ja, und wie immer, wenn ja, dann guck unten in die Box, du weißt es, deswegen gibt es ja diesen Pfeil nach unten immer. Dort gibt es einen Link zu einem kostenlosen Erstgespräch, dort brauchst du mir nur ein paar Fragen jetzt erstmal ausfüllen, damit ich ein Gefühl für deine Situation kriege. Du sagst mir also, ich komme immer wieder an diese Situation oder ich spüre, dass ich immer wieder mich so fühle, immer wieder das und das tue oder ich schaffe es nicht, das und das Ziel zu erreichen. Ja, ein wunderbares Beziehungsthema, was man extrem geil im Coaching lösen kann, ist zum Beispiel, ich habe Schwierigkeiten, mich selbst zu behaupten in der Partnerschaft, Grenzen zu setzen, mich also für meine Bedürfnisse einzustehen. Was auch immer das Thema ist, wenn du das Gefühl hast, es kommt immer wieder, dann weiß ich, wir können dir helfen, indem wir dich als Person transformieren, also weiterbringen. Und wenn dich das interessiert, unten ist der Link, bewirb dich. Wenn ich das Gefühl habe, das passt, dann machen wir Folgendes. Du kriegst von mir ein kostenloses Erstgespräch, also wirklich gratis quasi. Dort schauen wir, was ist der Status quo, wo bist du, was ist der Wunschzustand. Ich habe da für Fragen vorbereitet, wo wir schauen können, wo bist du, wo willst du hin. Und der Weg, das ist der, wo Coaching ist immer ein Vehikel. Coaching hat immer das Ziel, dich von irgendwo nach irgendwo zu bringen. Also Coaching hat nicht einen Selbstzweck, man macht nicht Coaching um des Coachings willen, sondern man bringt dich von A nach B. Und diesen Weg schauen wir uns an. Ich sage dir, was passieren muss und du kannst dann am Ende entscheiden, passt das zu mir, will ich diesen Weg gemeinsam gehen, ja oder nein. So einfach läuft das im Erstgespräch. Wenn dich das interessiert, gerne unten in der Box. Ansonsten, wie immer, vielen Dank für dein Vertrauen, vielen Dank für die Zeit, die du in diese Videos steckst. Gerne nochmal Daumen hoch, weißt du ja. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, ciao.